wurde zur Kenntnis genommen, dass dieses Ding existiert. Punkt. Ja, komm. Krieg ich den Grün, ne? Ja. Gib Auto. Welche Farbe hast du? I cannot tell. Das war einer. Ich habe gerade eigentlich bessere Sachen zu tun, als mit diesen Rittern zu kämpfen. Is my shield gone? Okay. Störenfriede eliminiert. What is he doing? Actually interesting that I survived. Oh, we don't have food anymore. Shield gone. Es ist ein White Lion, okay. This boy has some life. Actually. Wir sind sowieso auf unserem letzten Leben. So. There is no difference. Yep.
Ich bin mir am überlegen, ob ich Yunobu rausnehme. Ich bin ganz ehrlich, Dingo ist zu groß und macht zu wenig Damage in so einem Ding. Aber gut zu wissen, dass da einer ist. Darf ich mal ganz kurz anmerken, wo mich das Spiel respawnt? Just saying. Very funny. Meiner Meinung nach bin ich ausgewichen, aber hey. Warum dreht er sich nicht in meine Richtung? Ach, jetzt sind die Pferderäder wieder da. Dreh dich doch um. Komisch, beim ersten Fight habe ich mich besser angestellt. Jetzt machen wir Licht. Genau, die Dinger hier. Machen aus einem sowieso schon guten Shield ein noch besseres Shield. Because that is what we do. Alright. This.
Well, shit. We may or may not have a problem. Can you guess what it is? That is correct. There is no problem. Geiles Gameplay, oder? Link klettert auf schwarzem Bildschirm. Well done, my boy. Wir müssen halt wieder eine Runde Stuff machen. Kochen. Ah, die Dueling Peaks sind gigantische Schluchten in beide Richtungen. Alright, I see you. Tunic of the hero, the one and only hero, apparently. All right. Ja, ich meine, hier werden wir nicht durchkommen. Und von da aus werden wir auch nicht durchkommen. Ich glaube tatsächlich, dass hier dann keine Schreine mehr sind. Gut. Be very well, yeah. Okay, done. Einmal in die Base. News checken, Food holen, Weapons nachgucken und dann ab zurück nach unten durch ein neues Loch. Wir haben es bald, Leute, wir haben es bald. Es ist nur noch die Farron Region, denn, wie schon gesagt, die Gerudo Region lassen wir frei und die Zoras lassen wir frei. Als nächstes machen wir dann die Zoras, wenn ich mit der Story bei denen durch bin, dann machen wir da den Underground, dann mache ich Gerudo Trip, mach da den Underground und dann haben wir, glaube ich, alles. First off, we start by making money. Hey. Ah. Oh. Oh. Very good. Ah ja, genau. Da habe ich gesehen, dass man den Spike haben kann. Und dann habe ich versucht, den zu bekommen und habe die Scale bekommen. Which is weird. Der Spike ist weitaus weniger wert als die Scale.
Anyway. Random Goron rolling through. Was steht Neues in der Zeitung? Da steht noch nichts über Gorons oder über Zoras oder anderes. Weird. Ah, stimmt. Siehst du, da wollte ich mir noch schnell was aufschreiben. Ein Frogs. Tja, siehst du, wir sind bisher nie einem normalen Frogs begegnet. Wir sind einem normalen Tüji begegnet. Aber das habe ich nicht realisiert on time. Wo ist der Topf? Also. Das werden wir on the way fusen, je nachdem, was wir brauchen. Wir bräuchten ein bisschen mehr Attack-Up-Stuff, wir brauchen ein bisschen Stamina-Stuff. Jo. Attack up stuff. Big attack up stuff, okay. Ah, sorry, die normale Option ist nicht hold. Wunderbar. Gut. Dann. Where are the froggies? There are the froggies. Ich verstehe nicht ganz, wie das manchmal mehr und manchmal weniger geben kann. Eins, zwei, drei, vier. Ein bisschen Stamina an sich, ein bisschen Food an sich. Cold Resistance brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir haben Attack Ups, Attack Hot, Attack Up weil Warm haben wir. Unten scheint es nur warm zu geben. Kalt scheint es nicht wirklich zu existieren. Ein bisschen Speed Up? Yeah, sure, why not? Literally, wir haben es ja. Das ist Movement Speed. Rush Shroom ist Movement Speed. Swift Carrot ist Movement Speed, genau. Abfahrt. Warum ist das nur Level 1? Ist es basically besser, einfach nur die Standardsachen einfach einmal zusammenzuhauen? No, it isn't. I don't understand it. Okay. Amazing. Cool. Was wir uns aber machen können, wären... Wo ist mein Reis? Da sind Monster Parts. Wir nehmen Meat. Reis. A bit of Salt. And speed.
Gibt's Frieden? Nee, gibt's nicht, oder? Wie steht ihr zu frittierten Pilzen? Gar nicht. Okay, cool. Alright. I never tried this, I guess. Normale Shimmered Fruit, okay. Dat und dat und dat und dat und dat. Alle Special Fruits quasi. Copious Shimmered Fruit. Okay. That exists. It can hurt you. Attack, attack, attack. Das mal 3 wird gar nicht aufgezeichnet. Ich glaube, es gibt einfach zu viele manchmal, die man etwas herstellen kann. Huh. Stuffed Pumpkin? Meat Stuffed Pumpkin. Actually amazing. Noch ein paar Sunderline Combinations. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Very good. Anything else I really need now? Eier und Fleisch. Das ist kein Meat-Skill, meine Boys. Kein Meat-Skill, kann ich euch verraten. Den Tipp gibt es umsonst. Ja, das sind das Monster-Parts dann ab hier. Ja, der Rest ist nur noch Fischkram. Health Regeneration, das brauchen wir nicht mehr. Das werde ich gleich verkaufen. Ein bisschen Speed, ein bisschen Sneak. Neutral Healing wäre vielleicht noch ganz geil. Dass das einfach nur Meat Skill ist, finde ich eine Frechheit. Mach wenigstens Grilled Cheese draus. Naja. Ich habe die Rezepte leider überhaupt nicht mehr im Kopf, wie es damals war. Ein so ein Apfel. Wow, holy shit. Sind 2 mehr? Wer mehr? Also weitaus mehr? Naja, nicht wirklich, ne. Alright, I have made a lot of food. Ich gehe gerade so ein bisschen in meinem Stuhl ein. Muss das Mikrofon eventuell mal ein bisschen mehr zu mir rüber. Hey, 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 ich will mit dir reden. Danke. Das da, weg. Und die ganzen Fehlschläge können auch weg.
She didn't it. Wir haben volle Sneak-Rüstung. Armor, Defense, 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 Stamina, Healing, Anti-Gloom. Die Dark, also diese schwarzen Stückchen-Dinger kann ich nicht mehr verkochen. Weil die brauche ich für Upgrading-Stuff. Deswegen kann ich mir jetzt keinen Gloom-Resistance-Stuff machen oder wie auch immer. That would hurt. Ha, unter dem Kolosseum ist ein Kolosseum. Interesting. Anyway, hier geht's weiter, glaube ich. Yep. Abfahrt. Mir ist gerade wieder ein Problem aufgefallen, meine Damen und Herren. Da, unten links, mitten auf so einem kleinen Felsen, ist ein Shrine. Jetzt habe ich mal die Frage, wo ist denn die Lightroot dafür? Ne? Also der hier. Wäre er da? Hier. Umgeben von Wasser. Ach, guck mal, ein Battle Talus. Anyway. Wait a second. Wieder so eine Insel. Fällst du ebenfalls runter, wenn ich in deine Mitte jumpe? Ah, also obwohl der Stein da oben ist, der Schrein an sich, also sein Resting Place, ist da unten. Von daher, auch wenn es die unschöne Antwort ist, ich würde schätzen, es ist da drin, ja. So, anyway. I can't. Hi. Schöne Begrüßung, definitiv. Money. It is very dark. Das würde Sinn machen mit den Southwest. Schematic.
Ja, funny, aber useless, weil ich muss die erst platzieren. Ich brauche Sachen, die sich auto-deployen. Nein. Ja. Nicht das Falsche werfen, sonst ist ja gleich Zappenduster. Link. Alright. That tells us a lot. How could I have missed that? Oh, das ist genau unterm Shrine of Resurrection. Interesting. Die Löcher sind da, wo mal die Schreine waren, aber die Lightroots haben keine Relation zu Breath of the Wild. I guess. Ja, lass mal so rumgehen. Also ein Reflex, dass ich mir irgendwas draufsetzen will. Tulin, kill. Alright, I'm doing it myself, I guess. Fühle dich weggeblasen. So, Master Sword, es wird Zeit für Mimir. Oder auch nicht. It's dirty today. Something, something mining spot. Jetzt möchte das Master Sword nach Hause gehen. Well, it held way longer than I expected. Tatsache habe ich mein gelbes Herz dadurch verloren. Wir machen übrigens heute mal eher Schluss. Nicht unbedingt direkt auf Null, aber eher. Und ich habe morgen relativ viel zu tun. Und
Ich muss ein bisschen so aussehen, als wäre ich wach. Deswegen können wir nicht ein bisschen länger zocken. Sorry. Oh, was ist mit der Musik los? Why is music so bumpy in here? Why is music at all? That. Natürlich. Es ist der Hinterteil von den von den Sonai Ruins hier unten. Well then. Ich wollte da so oder so hin, aber da ist eine Light Route. So, which means I'm going there, definitely. Construct Factory. The only thing I hear is Zonai Farm. Zonai Charge Form. So. Ich glaube, ich habe mich immer noch verredet. Zonai Charge Farm. So rum. Nearby above. Like here or even more up? I mean, we can go up a fair bit more. Captain 4 haben wir nie gesehen bisher. I think. Parts delivered here from the depots are assembled into craft or constructs. Finished product produced here are shipped to Dragonhead Island. Who's Dragonhead Island? That the shipping resumes. Yeah, I guess you can wait, I guess. Stell dir vor, du bist der Typ. You're standing there for all eternity und wartest auf eine Amazon-Lieferung. What is this?
Ouais. Immer noch ein Buff. Well, he can't answer any more questions. But thanks anyway. Muddlepot. Ich dachte, ich war schon ganz oben quasi. Ich, oh mein Gott, habe ich die zweite Kiste ernsthaft übersehen? Thank you. What a cool thing. May I ask the important question? What are you? Du bist interessant. Und damit schalten Sie bitte zum nächsten Mal wieder ein, wenn ich weitere Sachen habe, die wahrscheinlich richtig sind oder auch nicht. Da ist einfach eine Factory, ja. Yeah. Aber warum? Like, bäh? I can't really do something with that. Hm. Einmal ganz kurz Toilettenpause.
Oi. Hello. Oh. I have decided that I will to go fly over there. Aber ich werde definitiv noch einen Steuerrad ergänzen. Yeah, doch. Having a huge amount of energy is helpful. Very. Sadly, I've seen this coming. Tja. Sind das Eiszapfen aus Stein? I don't fucking know, dude. I don't really see a way up there. That's kind of sad. Anyway. I have Zonight, so let's work together on having not Zonight. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, vor mir ist eine Wand. Ich glaube, ich war richtig. Da hält sich einer für schlau. Okay, danke, dass ihr mir noch unbedingt eine geben musstet.
war mir wichtig. Auf einer persönlichen Ebene. Einer ist da noch, ne, auf seinem Ausguck. Oder? Naja, Ausguck, ne? Nennen wir es Ausguck. Cool. Meine Pickaxe. Meint ihr, das eine Teil kriegt man von seinem Tail? Weil ich will halt immer noch herausfinden, ganz gerne, welchen Teil ich abknallen muss, um dieses... Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, ehrlich gesagt. Das da. Spike. Und Dinrolls Back. Da steht Back. Aber ich habe literally darauf geschossen und da war nicht... Da habe ich nicht das Ding bekommen. Also verarschen kann ich mich alleine. Oder ist das da der Bag? Bip, 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 boop. Alright. Der ist weitaus schneller geflogen, als ich dachte. Naja, Schuppe brauchen wir auch noch. Danke, Tulin. You nearly done something very dumb. Ich meine, ich hätte auch einfach rewinden können, aber still. Ich finde es halt weird, dass ich keine Taste dafür drücken muss, das zu machen. Ich meine, okay, alle Tasten sind durch, aber... I don't know. Ich bin einfach kein Freund davon. Weißt du? Die elendige nach unten Pfeiftaste hätte man damit belegen können. Dass man einfach, egal wie und in welcher Situation man sich gerade befindet, die... Ich wollte schon wieder Champions sagen. Die Descendants kommandieren kann ihre Ability einzusetzen. Wouldn't that be cool? Maybe even helpful. Tja, also ich weiß, da ist einer, ja. Und hier ist halt ein sehr großes Gebiet mit sehr viel Wassershit. Wassershit kann ich nicht. Kann ich nicht erkunden. Please.
Yes, actual Licht Moment. Alles unter Kontrolle. Es ist alles geplant gewesen. I guarantee. Und sogar noch schön geparkt. Da kannst du nichts sagen. Tatsache ist das gesamte Gebiet aufgeräumt worden. Alright. Dann konzentrieren wir uns jetzt nur noch auf das hier drüben und den Rest machen wir dann mit den Zoras und theoretisch gesehen hier könnten wir noch ein bisschen machen, bis wir bei den Hebra, nicht Hebra, Gerudo Highlands einfach nur sind. Das ist wohl wahr, das könnten wir tun. Wie setzt sich der Timer von dem Fluggerät, wenn ich... Na? Wenn ich es ein bisschen durch die Gegend trage. Ah ja, das passiert dann. Bist du ein normaler... Nee, du bist ein Obsidian-Fuchs, oder? Aber ich sehe gerade... Du hast den... Die Quest-Ausrufezeichen neben dir. Das heißt, du zählst als Fuchs. Pfeile sind ein Enigma für mich. Die Schnauze voll von dem.